Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Hessisches Ausführungsgesetz zum E-ID-Kartegesetz, Personalausweis und so weiter und so fort, 20.3639 zu 20.3458. Das ist ohne Aussprache. Allerdings, Berichterstatter ist der Kollege Alex Bauer. Die Berichterstattung brauchen wir in der zweiten Lesung schon. Wer übernimmt die Berichterstattung? Da ist der Kollege Bauer. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung und der Bericht aus dem Innenausschuss zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD, Freie Demokraten bei Enthaltung von SPD und DIE LINKE. Damit wurde der Gesetzentwurf angenommen. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer.